Zugunsten der Kinderkrankenpflege Arche Intensivkinder aus Kusterdingen-Mehringen fand gestern in der Reutlinger Stadthalle ein großer Benefizabend statt. Mit dabei waren auch unter anderem Arche-Botschafter wie Schauspieler Richie Müller oder Weltklasse-Illusionist Julius Frack. Durch den Abend geführt hat niemand anderes als mein Kollege Roland Steck. Aber sehen Sie am besten selbst. Visionärin und Gründerin der Arche, Christiane Mjarka-Maute, arbeitete selbst lange auf der Kinderintensivstation, bevor die Arche gegründet wurde. Dort fiel ihr auf, dass viele Kinder, die eigentlich nach Hause könnten, dies aus familiären Gründen nicht können. Daraufhin gründete sie gemeinsam mit Sabine Feyinger die Arche Intensivkinder. Die Arche Intensivkinder ist eine Einrichtung für dauerbeatmete Kinder, Säuglinge und Kinder bis zum Grundschulalter. Das heißt, bei uns können die Kinder direkt nach der Kinderintensivstation eine Zeit lang leben. Manche Kinder leben eben bis zum 6. Lebensjahr bei uns, manche vorübergehend, bis sie in die eigene Familie rein können. Und wir versuchen einfach, den Kindern eine andere Umgebung zu geben mit der Arche Intensivkinder, und das gelingt uns sehr gut. Unerlässlich für die Arche sind dabei auch die Botschafter, die die Aufmerksamkeit auf die Einrichtung lenken und diese in einem weiteren Kreis bekannt machen. Dazu zählen Prominente und Sportler wie die Schauspielerin Brigitte C. oder der Tatortkommissar Richie Müller, aber auch Sportler wie der Weltmeister im Ringen Frank Stäbler. Die Beweggründe, Botschafter zu sein, sind vielseitig. Das sind so wenige Kinder, die im Schatten sozusagen von allen anderen großen Benefit-Sachen stehen. Und da muss man besonders das Augenmerk drauf werfen, und dafür bin ich da. Konnte 2015 in Las Vegas Weltmeister werden, bin dann nach Hause gekommen. Und im Flieger nach Hause habe ich mir gedacht, boah, mein Leben ist so geil, bei mir läuft es einfach. Und kam gleich der Gedanke, ich will auch was zurückgeben. Man kann nicht immer nur nehmen, und ich habe gesagt, mein Leben ist wirklich toll und ich will was zurückgeben. Also erstmal finde ich, dass es die Scheu abbaut, Angst haben zu müssen, dass man traurig wird, wenn man kranke Kinder sieht, weil die so eine unfassbar liebevolle und tolle Arbeit machen, dass man eher Hoffnung schöpft und viel Freude erfährt durch diese Kinder, weil die totale kleine Kämpfer sind und das ganz toll zeigen, weil die so gut aufgehoben sind in der Arche. Durch den illustren Abend führte Moderator Roland Steck. Er begann gleich mit Gänsehaut pur bei der Vertikaltuchartistik der Kompanie Himmelstänzerin, begleitet vom Streichquintett des Ensembles Musikvaria der Württembergischen Philharmonie Reutlingen. Zwischendurch wirbelten die Sportgymnastinnen der TSG Tübingen immer wieder einzeln oder als Gruppe über die Bühne. Während der Pause standen die Stars dieses stimmungsvollen Benefizabends den Zuschauern mit Autogrammen und Selfies hautnah zur Verfügung. Julius Frack, Weltmeister der Magie und Illusion, verblüffte dann den großen Saal mit genialen Kostproben seines international preisgekrönten Könnens. Die Einnahmen des Benefizabends kommen der Arche zugute. Wer selbst spenden und damit helfen möchte, kann dies unter der eingeblendeten Adresse tun.